Joss ist meistens auf der Lichtung am Fuß des Bergs zu finden. Das ist ein Stück weg von hier, hinter dem Hexenhaus rechts. Also, was genau geht eigentlich in der Stadt vor? Blutvergießen, Gemetzel. Darum sind Tod. Wir in Eile. Keine Sorge, die Zeit läuft in der Märchenwelt anders. Wir können hier eine Woche bleiben und draußen sind nur ein paar Minuten vergangen. Vorsicht, Kobolde, du Sauhund! Ist klar, ist gut jetzt! Die nettesten Kobolde, die ich je gesehen habe. Die wurden hier postiert, um die Märchenwelt vor Eindringlingen zu schützen. Also vor dir. Entschuldigung! Oh, Einhörner! Fangen wir sie ein! Dann müssen wir nicht mehr dauernd laufen. Ich nehme das in rosa. Aufregend, nicht wahr? Erinnert mich an meine Kindheit. Mich erinnert es an was ganz anderes. Erzählst du es mir? Lieber nicht. Ich sage nur... Jennifer! Ach, really? Warum ist denn hier alles so schnell? Geht alles so schnell? Warum geht denn alles jetzt gerade aktuell so leicht kaputt? Schon gut, es ist vorbei. Nein, ist es nicht! Da kommen mehr! Noch ein Wolf! Hinter dir! Hör gar nicht hin. Er lügt immer. Ach so, der Junge, der immer Wölfe ruft. Wie auch jetzt. Nur dann nicht, wenn wirklich welche da sind. So ist es. Hör mal, Kleiner. Hans sagt, dass du weißt, wo seine Bohnen sind. Ich weiß nichts, überhaupt nichts. Pass bloß auf, die Wölfe kommen! Das wird interessant. Also, fangen wir an. Nehmen wir ganz kurz an, du wüsstest, was aus der roten Bohne geworden ist. Wo wäre sie nie und nimmer? Auf keinen Fall hat sie jemand verschluckt. Oh nein, bestimmt nicht. Natürlich nicht. Und wer hätte sie auf gar keinen Fall verschluckt? Ein Mensch. Der menschlichste Mensch im Land der 1000 Märchen. Bestimmt weißt du nicht, was aus der blauen Bohne geworden ist, oder? Keine Ahnung hast du. Was? Ich hab gehört, die liegt irgendwo im Freien rum. Einfach so. Und niemand bewacht sie. Genau. Dreimal niemand. Hilfe! Wölfe! Die gelbe Bohne. Du hast keine Ahnung, wo die ist, richtig? Die ist irgendwo ganz tief unten. Sehr, sehr tief. So tief, dass sie mitten in der Erde ist. Und wer hat sie? Ein glatzköpfiger Bauersknecht, der überhaupt nicht auf jemanden wartet. Nicht im geringsten. Ihr Leute! Sag das noch einmal und ich hau dich in Stücke und füttere die Fische mit dir. Kapiert? Also gut.
Wir sollten aufbrechen. Nehmt euch vor den Wölfen in Acht! Mit dem zu reden ist gar nicht so leicht. Wirklich? Man muss doch nur daran denken, dass er immer lügt. Oder die Wahrheit umdreht, um genau zu sein. Mhm. Und wohin jetzt? Weiß nicht. Wir sollten wohl noch ein paar Märchen besuchen. Die wichtigen jedenfalls. Vielleicht verstehen wir Jost dann besser. Es sind nicht viele. Rotkäppchen, je drei Schweinchen und Bären und natürlich Goldlöckchen. Dann Rapunzel und dieses Mädchen, das Zimtsteine verkauft. Das Mädchen mit Zimtschwefel. Ah, gut. An die Arbeit. Unglaublich. Du musst diesen Ort geliebt haben. Zuerst schon. Aber Kinder langweilen sich schnell. Sogar Teegesellschaften mit lauter kichernden Prinzessinnen werden irgendwann fade. Was hast du dann getan? Enteneier in Schwanennester gelegt. Sowas in der Art. Oder der Prinzessin die Erbse geklaut. Ich glaube, die schläft heute noch. Oh, schau, der Kaiser von Nilfgaard. Er ist gekommen, um mit seinen neuen Kleidern anzugeben. Die Kobolde nerven. Hässlich und wild. Komm schon. Oh, die Häuser der drei kleinen Schweinchen. Du kennst die Geschichte, oder? Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Sieht aus, als hätte der böse Wolf die ersten beiden Hütten schon weggepustet. Es ist nur noch das Steinhaus übrig. Wir sollten reinschauen. Weißt du noch, was Jos gesagt hat? Mhm. Eine Bohne liegt im Freien und wird von dreimal niemandem bewacht. Könnte hinkommen. Das verstehe ich gar nicht. Ach, warte mal. Ja, moin! Heiliger Halunke! Pack dich! Schneide dich in Scheiben! Verdammt, das hat ihm nicht gefallen. Der große böse Hexer hustete und hustete und schau, eine Bohne. Das gibt's doch nicht. Was gibt es nicht? Du hast tatsächlich Humor. Etwas kümmerlich, aber doch vorhanden. Du steckst ja voller Überraschungen. Was verbirgst du noch so hinter deiner rauen Fassade? Ich singe nicht schlecht. Ich kann eine kernige Version von Die Jungfern von Vicovaro. Vielleicht lieber eine andere. Aber was quatschen wir hier? Es gibt Arbeit. Wir müssen weitersuchen.
Und? Gefällt es dir hier? Nein, ich mag Magie nicht. Illusionen, Portale, all das. Ich traue solchen Sachen nicht. Ein Mann der alten Schule, was? Gefällt mir. Was ist denn der Wort mit dem? Sieht cool aus. Ja, moin. Das ist ein Kärtchen, ne? Zündsteine, Zigarren. Ja, moin. Zigarello? Tabak? Eine Prise Fistech? Wie war das? Aus welchem Märchen bist du? Ich habe mal Zündsteine verkauft, aber die wollte keiner haben. Da habe ich umgesattelt. Jetzt verkaufe ich alles, was Spaß macht. Was wollt ihr denn haben, meine Lieben? Zauberbohnen. Hast du welche? Wenn ich es noch nicht aufgezählt habe, dann habe ich es nicht, meine Spatzen. Aber vielleicht mögt ihr... Hey, woher hast du das Band? Das ist meins. Ach was? Warum lag es dann in den Büschen? Was man findet, darf man behalten, Süße. Wie so eine... Das Band. Verrätst du mir, was es damit auf sich hat? Da gibt es nicht viel zu verraten. Ich habe es von Artorius Vigo bekommen, als ich noch klein war. Um mich vor dem Bösen zu schützen. Hat wohl nicht funktioniert, wenn ich mir ansehe, was aus mir geworden ist. Aber es bedeutet dir was. Wie soll ich sagen? Ich habe nicht viele Andenken an meine Kindheit. Und das Band erinnert mich an alte Zeiten. Als ich noch jemand anders war. Meine Lieben, würde es euch viel ausmachen, diese rührende Szene anderswo fortzusetzen? Ihr vertraut mir die Kunden. Gib Sienna das Band. Warum denn nicht? Zuckerschnäuzchen. Das Einzige, was es bei mir umsonst gibt, ist die erste Dosis, damit ihr auch schön wiederkommt. Alles andere müsst ihr bezahlen. Hey, ja, da bist du. Und wenn ich dich freundlich bitte? Dann spiele ich vielleicht darum. Karten. Gut, ich bezahle für das Band. Reicht das? Ja, jetzt schert euch weg. Oh, wie nett ihr es? Jetzt schert euch weg. So, wenn du mir schon mal los oder siehst, sonst was du das nimmst. Gut, erzähl's mir. Wie? Was du als Gegenleistung willst. Aus Herzensgüte tust du es wohl kaum. Ich will nichts dafür. Ich... Danke. So. Gehen wir die drei Bären besuchen. Ist das hier der Turm von Rapunzel? So ist es. Er ist noch höher als in meiner Erinnerung. Warte, weißt du noch, was Jost zur dritten Bohne gesagt hat? Die hat ein glatzköpfiger Bauersknecht irgendwo tief in der Erde. Ja, das muss es sein. Gehen wir. Früher sind wir immer an ihrem Zopf hochgestiegen, aber den sehe ich nirgends. Wir finden einen anderen Weg. Wir gehen jetzt mal zu den Bären. Drei Bären. Drei Stühle, drei Betten, drei Schüsseln. Eine zu groß, die zweite zu klein, die dritte gerade recht. Blonde Locken. Der Rest der Leiche ist zu verstümmelt, der lässt sich nicht sagen. Sie hat es verdient, finde ich. Nie hat sie gefragt, ob sie etwas haben darf. Hier ist keine Bohne. Wir müssen weiter suchen. Ernsthaft, dieser Scheiß steht schon wieder im Arsch. Hässlich und wild. Ja,
Lass mal Schwert reparieren. Mann! Verfickte Fliegen, ey. Hexe? Mama. Der sieht ein bisschen fertig aus. Hallo. Auf ein Psst. Oh, mein verfluchter Schädel. Nie wieder zeche ich mit Rotbart. Oh, Sianna. Das ist aber lange her. Du hast dich verändert. Ganz im Gegensatz zu dir, großer, böser Wolf. Obwohl mir scheint, dass du in schlechte Gesellschaft geraten bist. Und welche Gesellschaft soll ich mir suchen? Däumelinchens vielleicht? Ein Schnaps und sie liegt unterm Tisch. Aber was führt dich her? Du könntest doch was mit uns trinken. Was denn? Jetzt? Im Leben nicht. Ich kann kaum stehen, so verkatert bin ich. Hast du noch nie etwas von Kontergetränken gehört? Kommt nicht in Frage. Und warum trinkst du? Musst du irgendwelche Sorgen ertränken? Ich will ja nicht neugierig sein, aber du siehst nicht wie eine junge Herzogin aus. Man hat mir Titel und Geburtsrecht genommen und mich verbannt. Nenn es Familienkrach. Hör mal, wir suchen Zauberbogen. Hast du welche gesehen? Ich sollte auf einen davon aufpassen, aber... Wo ist sie? Rede! Psst! Nicht so laut! Ich kann noch viel lauter werden und dich auf noch mehr Arten überzeugen. Jetzt kommen die Drohungen. Das sieht sie einer ähnlich. Hör mal, ich existiere nur, um ein Märchen zu spielen. Wenn das dein Plan ist, gerne jederzeit. Aber einfach wird es nicht. Rotkäppchen hat die Hufe hochgerissen. Wie? Tausendmal haben sie mich aufgeschlitzt, mit Wackersteinen vollgestopft und in den Brunnen geworfen. Als ihr nicht mehr kamt, habe ich beschlossen, es der Göre heimzuzahlen. Jetzt rottet sie im Brunnenschacht vor sich hin. Zusammen mit dem Jäger. Also können wir nicht spielen. Und ich bin nicht verpflichtet, mit euch zu reden. Weder über Bohnen, noch über irgendwas anderes. Also lasst mich in Ruhe. Verschwindet. Der Wolf ist ganz schön mies. Sehr mies gelaunt. Das sollte dich nicht wundern. Er hat schließlich nicht darum gebeten, immer den Bösen zu spielen. Ein echtes Im wahrsten Sinne des Wortes. So, und was jetzt? Keine Sorge, ich werde mit ihm spielen. Oder besser, gegen ihn. Nur das Rotkäppchen brauche ich. Ich meine das Kleidungsstück, nicht die Leiche der armen Kleinen. Da bin ich froh. Du willst mir helfen? Das ist deine Chance. Auf in den Brunnen, raus mit der Kappe. Na, hopp, hopp. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wow. Na schön, auf in den Brunnen. Halt so. Ich muss es sagen. Oh, ist das gut. Oh.
Okay, aber es ist teilweise selber. Ich verstehe. Bremer Stadtmusikanten. Und? Hattest du Erfolg? Ja, schau mal, was ich habe. Das passt dir doch nie. Gib her. Wie sehe ich aus? Wie das Rotkäppchen. Nicht übel. Gar nicht übel. Gehen wir zum großen bösen Wolf zurück. Lass mich raten. Du spielst die Enkelin. Mhm. Und du den Jäger.